So, nehmen Sie bitte Platz, meine Damen und Herren. Wir würden gerne beginnen. Brief technical announcement. Ja, noch eine Anmerkung hier. Wir werden auf Deutsch und auf Englisch diskutieren. Es gibt Simultanverdolmetschung, Deutsch und Englisch. Und wenn Sie also eine Simultanverdolmetschung benötigen, dann besorgen Sie sich einen Konferenzempfänger. Und ich mache in meiner Muttersprache weiter. Ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vor allem unsere internationalen Gäste. Ich freue mich sehr über das rege Interesse an unserer europapolitischen Jahrestagung. Die hat ja auch schon eine gewisse Tradition unter dem Obertitel EU Quo Vadis. Wohin gehst du, Europa? Und es liegt ja auf der Hand, dass diese Frage in diesem Jahr von einer besonderen Aktualität und einer besonderen Brisanz ist. 60 Jahre nach der Unterzeichnung der römischen Verträge, der Geburtsurkunde des Vereinigten Europa, damals noch Westeuropa, steht die Europäische Union an einem Scheideweg. Einerseits, und ich glaube, dass empfinden heute auch doch wieder mehr und mehr Menschen, wird sie mehr denn je gebraucht. Und gleichzeitig wird sie von innen und von außen massiv in Frage gestellt. Vor knapp einem Jahr, im April 2016, schrieb die amerikanisch-polnische Publizistin Anne Applebaum ein Essay, ich glaube, das war damals in der Washington Post, dem sie formulierte, dass der Westen möglicherweise noch 3 Wahlen von seiner Selbstzerstörung entfernt sei. Und die 3 Wahlen, die sie nannte, waren die Entscheidung über den Brexit, die amerikanische Präsidentschaftswahl und die französische Präsidentschaftswahl. Und wie wir alle wissen, sind 2 von den 3 schiefgegangen. Auch wenn wir guten Mutes sind, dass es in Frankreich nicht schief geht, werden die Auswirkungen von Brexit und der amerikanischen Wahl uns noch sehr lange beschäftigen, zumal es eben keine isolierten Ereignisse sind. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, wenn es denn so kommt, ist schon eine sehr tiefgehende Zäsur. Es gibt ja auch in meinem Umfeld Leute, die darauf reagieren mit der Parole, endlich sind wir die Briten los. So sagen die Großbritannien vor allem als ein Bremser für die europäische Integration betrachten. Ich sehe das etwas anders. Ich halte das für eine ziemlich kurzsichtige Reaktion. Mit Großbritannien würde die Europäische Union nicht nur 20% ihrer Wirtschaftskraft verlieren, sondern auch eine liberale Bastion und einen der wenigen europäischen Staaten mit einer globalen Agenda. Und in den anstehenden Verhandlungen, die jetzt viel Energie binden werden in der EU, die man eigentlich für andere konstruktive Fragen braucht, in den anstehenden Verhandlungen über die Modalitäten eines Austritts muss die Europäische Union zwar zu ihren Grundprinzipien stehen und es kann sein, keinen spezifischen Rabatt für Großbritannien geben, etwa wenn es um den Zusammenhang zwischen Binnenmarkt und Arbeitnehmerfreizügigkeit geht, aber gleichzeitig wäre es doch klug, den Briten eine Tür für den Rückweg offen zu lassen, wie das dann auch immer innerhalb Großbritanniens politisch verhandelt wird. Das britische Votum für den Brexit ist eben keine Eintagsfliege,
Wir haben es in ganz Europa wie in Amerika mit einer tiefsitzenden antiliberalen Revolte zu tun. Und von Skandinavien bis zum Mittelmeer, von der Atlantikküste bis nach Osteuropa holen nationalistische, fremdenfeindliche und autoritäre Parteien 20-30% der Stimmen. Und in vielen Ländern prägen sie auch weitgehend den öffentlichen Diskurs. Die Bundesrepublik erscheint noch als Insel der Stabilität in unruhiger See. Die gute Nachricht lautet, nach dem Trump-Schock, dem Sieg von Alexander von Bellen bei der österreichischen Präsidentschaftswahl, dem Dämpfer für Geert Wilders und Co. in den Niederlanden und den aktuellen Umfragen in Frankreich scheint die Spitze dieser antiliberalen und populistischen Welle in Europa gebrochen. Die Zustimmungswerte zur Europäischen Union steigen wieder. Eine neue Bürgerbewegung für Europa breitet sich aus. Am letzten Wochenende gab es Kundgebungen unter europäischen Fahnen in mehr als 50 Städten. Und Alexander Freiherr Knigge, einer der Initiatoren von Pulse of Europe in Berlin, wird heute im Verlauf der Konferenz auch noch zu Wort kommen. Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron ist auch deshalb ein Hoffnungszeichen, weil er mit einer positiven Agenda antritt. Nicht nur mit Blick auf die Europäische Union, sondern auch mit für Frankreich selbst, mit einer Reformagenda. Er setzt auf Zuversicht statt auf Furcht. Und das ist ein Schlüssel in der Auseinandersetzung mit den Nationalisten und mit den autoritären Kräften. Deren politische Währung ist die Furcht, sozusagen das Spiel mit den Ängsten. Und dagegen müssen wir eine Agenda der Zuversicht setzen, die die Dinge nicht schön redet, aber doch das Selbstvertrauen verbreitet, dass wir Lösungen finden für die selbsterzeugten Probleme der liberalen Moderne. Trotz dieser positiven Anzeichen ist es zu früh, Entwarnung zu verkünden. Nach wie vor herrscht in den meisten europäischen Gesellschaften eine Grundstimmung von Unsicherheit und Gereiztheit. Die großen europäischen Probleme sind eben nicht gelöst. Das gilt für die Schuldenkrise, ein Erbe der Bankenkrise von 2007, 2008. Für die Jugendarbeitslosigkeit, die in vielen europäischen Ländern erschreckende Größenordnungen erreicht, für die wachsende soziale Spaltung unserer Gesellschaften und den verbreiteten Zukunftspessimismus. Man hält die eigene Situation zwar noch für ziemlich gut, aber zum ersten Mal seit dem Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg, glaubt eine Mehrheit der europäischen Bevölkerung nicht mehr, dass es der nächsten Generation, dass es unseren Kindern besser gehen wird. Gleichzeitig gibt es zumindest an zwei fundamentalen Fragen massive Spaltungslinien innerhalb der Europäischen Union. Das eine ist die Flüchtlingspolitik. Die Entscheidung der Bundesregierung und vorneweg Angela Merkel in einer dramatischen humanitären Situation, als sich die Flüchtlinge aus Syrien in Ungarn stauten, die Grenzen zu öffnen, wird ja heute in Europa vollkommen entgegengesetzt beurteilt. Für die einen war es sozusagen ein Bekenntnis zu den europäischen Werten und für die anderen ein Sündenfall europäischer Politik. Und diese Differenz setzt sich bis heute fort. Es ist eben bisher nicht gelungen, sich auch nur ansatzweise auf eine gemeinsame Flüchtlings- und Einwanderungspolitik in Europa zu verständigen. Und das Gleiche gilt auch für die Schuldenkrise, deren politische Dimension, glaube ich, viele von uns unterschätzt haben. Dass eben nicht nur eine
finanzielle und wirtschaftliche Frage, sondern im Gefolge der Eurokrise hat sich eine neue politische Spaltung in Europa entwickelt zwischen Schuldnerstaaten und Gläubigern. Und dieser Riss, dieser Konflikt sitzt auch emotional sehr tief und bleibt eine der zentralen Herausforderungen europäischer Politik, wenn wir wieder zu mehr Gemeinsamkeit kommen wollen. Zugleich sind wir mit massiven Herausforderungen von außen konfrontiert. Dieser Tage sind alle Augen auf den neuen amerikanischen Präsidenten gerichtet. Wir sollten aber nicht vergessen, dass der heftigste Angriff auf die europäische Friedensordnung von Russland ausgeht, mit der Annexion der Krim und mit dem verdeckten Krieg in der Ostukraine hat Präsident Putin zentrale Prinzipien dieser europäischen Sicherheitsordnung in Frage gestellt. Die gleiche Souveränität aller europäischen Staaten gehört im Kern dazu und ihr Recht, frei über ihre Bündnisse zu entscheiden. Diese Auseinandersetzung ist noch lange nicht, sagen, zu Ende. Sie hat Bedeutung weit über die Ukraine hinaus. Sie betrifft im Kern die Frage, ob wir zurückgehen zu einem neuen Jalta mit einer Spaltung Europas in zwei Einflusszonen, die jeweils von hegemonialen Großmächten dominiert werden, oder ob wir weitergehen in Richtung einer europäischen Friedensordnung, die auf der gleichen Souveränität aller aufbaut. Dabei ist Russland längst nicht mehr nur eine äußere Macht, ein Nachbar Europas. Der Kreml ist heute das Zentrum einer neuen antiliberalen Internationale. Er baut seine politischen Netzwerke zu antieuropäischen Parteien ganz rechts wie ganz links aus und betreibt massive Propaganda via Fernsehen und Internet, ist also längst ein Teil des Kampfs um die europäische Öffentlichkeit geworden. Die Entwicklungen in der Türkei, die uns auch als Stiftung ebenso wie in Russland massiv betreffen, vor allem weil unsere Partner und Partnerinnen dort zunehmend unter Druck geraten. Einige sind im Gefängnis, andere sind im Exil. Der Raum für demokratische Zivilgesellschaft, für demokratische Öffentlichkeit wird immer enger. Und es ist noch völlig unabsehbar, welche Auswirkungen die autoritäre Wendung der Türkei nicht nur auf die europäische Sicherheitspolitik haben wird. Die Türkei, das liegt ja auf der Hand, ist ein Schlüsselstaat für die ganze Südostflanke, sagen Europas, sondern auch im Hinblick auf die Rückkopplungseffekte auf unsere eigenen Gesellschaften mit einem hohen Anteil von Migrantinnen und Migranten aus der Türkei. Und um noch einen dritten äußeren Faktor zu nennen, an dem man nicht vorbeikommt: auf der anderen Seite des Atlantiks ist noch nicht ausgemacht, wer die Oberhand behalten wird, die Kräfte um Donald Trump, die auf die Schwächung oder sogar auf die Zerstörung der Europäischen Union zielen, oder solche, die verstehen, dass ein starkes Europa auch im Interesse Amerikas liegt. Und bei aller Beunruhigung und bei allen Sorgen, die von der Politik der neuen Administration ausgehen, habe ich doch selten oder sogar nie ein solches Interesse an Europa in Amerika beobachtet wie in den letzten Monaten. Also es gibt auch das Interesse an einer neuen transatlantischen Allianz der Demokraten. Und daran sollten wir unbedingt weiterarbeiten, statt voreilig diese transatlantische Allianz abzuschreiben. Angesichts dieses Krisenszenarios ist jetzt erst recht ein guter Reflex,
Aber weiter so wäre kein guter Rat. Es ist doch offenbar Zeit, Architektur und Politik der Europäischen Union noch einmal gründlich zu überdenken. Wir waren gewohnt, das gilt vor allem für meine eigene politische Familie, die immer engere Integration der Europäischen Union oder Europas als unaufhaltsamen Weg in einen europäischen Staat zu denken. Darüber muss aber neu diskutiert werden. Die wachsende Zentralisierung politischer Macht in einer europäischen Regierung ist nicht die einzige Alternative zur schleichenden Renationalisierung. Sie wird auch fast nirgendwo von einer Mehrheit der Bevölkerung gestützt. Wir müssen neu darüber diskutieren, wie die EU gemeinsame Handlungsfähigkeit auf zentralen Politikfeldern mit der kulturellen, politischen und ökonomischen Vielfalt Europas unter einen Hut bringen kann. Einheit in der Vielfalt, das muss die Zentralformel des europäischen Projekts bleiben. Und die Denksportaufgabe heißt, wie wir die gemeinsamen europäischen Werte und Institutionen von der Europäischen Menschenrechtskonvention bis zum Europäischen Parlament mit flexibleren Formen der Kooperation und Integration vereinbaren können. Eine Frage, die jetzt in letzter Zeit verstärkt unter dem Stichwort EU der verschiedenen Geschwindigkeiten diskutiert wird. Das hat meines Erachtens eine gewisse Plausibilität und gleichzeitig muss man sehr nüchtern darüber nachdenken, welche Rückwirkungen eine verstärkte Zusammenarbeit nach der Gemeinschaftsmethode, wie sie bereits beim Euro oder bei Schengen praktiziert wird, wo ja längst nicht alle europäischen Staaten gemeinsam im Boot sind, auf das EU-Parlament oder die Kommission haben wird. Vielleicht führt es aber in die Irre, jetzt vor allem über Verfassungsfragen der Europäischen Union zu diskutieren, statt über politische Initiativen zu den drängenden Fragen, bei denen mehr Europa auch einen Mehrwert für die europäischen Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, bei denen sich die Mehrheit der Europäerinnen auch ein Mehr an europäischer Zusammenarbeit wünscht. Sicherheit nach außen und innen, Klimaschutz und Energie, Modernisierung der europäischen Verkehrsnetze, nachhaltiges Wachstum oder eine gemeinsame Flüchtlings- und Migrationspolitik sollten deshalb im Zentrum der europäischen Agenda stehen. Dabei muss man nicht warten, bis alle Mitgliedstaaten sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigt haben. Ambitionierte Coalitions of the Willing können auch neuen Schwung in das europäische Projekt bringen. Genug Stoff also für eine spannende und politisch hochaktuelle Konferenz. Die heutige öffentliche Debatte wird morgen mit einer internationalen Fachtagung fortgesetzt und wir erhoffen uns von diesen zwei Tagen nicht nur eine anregende Diskussion, sondern auch konkrete Antworten auf die Frage, was tun. Zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bei allen Referentinnen und Referenten bedanken. Bei unserem Kooperationspartner der Europäischen Grünen Stiftung und insbesondere bei dem Vorbereitungsteam der Heinrich-Böll-Stiftung, namentlich bei Christine Pütz, unserer Europareferentin und ihrem Team, sowie dem Tagungsbüro der Stiftung, das heute und morgen als ihr Gastgeber hier fungiert. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich übergebe jetzt das Wort an Lucille Schmidt, Vorstand der Green European Foundation. Dankeschön. Thank you very much, Ralf Fuchs. I won't speak in my mother. Ich werde nicht in meiner Muttersprache sprechen, sondern auf Englisch, aber mein Bestes tun.
Es ist mir eine Freude, diese Konferenz einzuleiten, dieses Konferenz, zwei Tage Diskussion über Europa, wie geht's weiter, nach 60 Jahren römischen Verträgen. Ich wollte anfangen mit einem Bericht über die Präsidentendebatte in Frankreich. Unter diesen Kandidaten sind nur wenige, eigentlich die Minorität von den Präsidentschaftskandidaten, sind für Europa. Von den 11 Kandidaten sind 7 bis 8, sagen wir mal, gegen eine Zukunft in Europa. Und das ist natürlich beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass Frankreich eines der Gründerländer der Europäischen Union ist. Da sehen wir also die Komplexität der Frage. Und das ist nicht nur, was Neutralität angeht. Es gibt hier, es ist ein Anti-Europäismus hier, der wirklich berücksichtigt werden muss, der nicht ignoriert werden darf. Wir haben Anti-Europäer innerhalb der EU, auch außerhalb der EU, wie Ralf Füchs schon gesagt hat. Und das ändert den Kontext, in den wir denken müssen und versuchen müssen, eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln, Vorschläge zu entwickeln anlässlich dieser beiden Tage. Und eine interessante Frage ist doch, sollten wir uns nicht selber betrachten als eine aktive Minderheit, als eine Konsensmehrheit, wenn wir Europa verteidigen? Wir sollten die Methoden vielleicht verändern. Das ist eine Frage. Ich möchte die Jeff-Studien zitieren zur Zukunft Europas, die wir durchgeführt haben. Da möchte ich Ihnen drei Elemente vorstellen in diesen Studien. Drei wichtige Dinge, die vielleicht diese europäische Krise erklären helfen. Erstmal diese Lücke zwischen Versprechen und Realität. Wenn man sich die Meinungsumfragen sieht, dann will man, dass die EU sich um die soziale Frage kümmert, um den europäischen Bürger. Und da sind die europäischen Kompetenzen als schwächst angesehen. Das ist wirklich eine wachsende Lücke. Und gleich in Frankreich sehen wir das auch, die Frage der Bürokratie und diese Frage nach dem Mangel an Legitimität der europäischen Institutionen. Europa ist sichtbar bei Fragen, die schwierig zu verstehen sind und die manchmal für die Bürgerinnen und Bürger ärgerlich sind. Das ist sicherlich eine Hauptschwäche der EU. Auf der gleichen Seite gibt es positive Dinge in Europa, die werden aber nicht gesehen. Und das heißt, da muss Europa sichtbarer gemacht werden. Und da müssen wir diskutieren, ob diese Komplexität reduziert werden kann, mit der man EU sieht. Und dann haben wir da diese Frage, Europa hat ja die Integration nicht geschafft. Ralf Füchs hat ja angesprochen schon die Frage der Supermacht. Es ist schwierig, Europa als eine Supermacht zu definieren. Ich nehme das Beispiel von Frankreich, COP21. Ja, das war eine außergewöhnliche Leistung für die französische Diplomatie, dass wir da wirklich hier beim Klimawandel Fortschritte machen konnten anlässlich der Paris-Klimagipfels. Aber Europa hatte da sprach mit unterschiedlichen Stimmen, insbesondere was die Energie verhandelt. 1977 bei Kyoto hat man eine wichtige Rolle gespielt, 1997 hier. Und jetzt hat man da einfach nicht mehr diese Rolle auf der internationalen Ebene seitens Europa gesehen. Und für unsere Arbeit in den nächsten zwei Tagen möchte ich einige Dinge vorschlagen. Es ist nicht einfach, Europa und grüne Fragen zusammenzubringen, Ralf
hat sich ja bezogen auf Emmanuel Macron, der vielleicht der zukünftige französische Präsident sein wird. Aber man muss natürlich wissen, dass in der französischen Kampagne Emmanuel Macron gesehen wird als eher zurückhaltend, was grüne Fragen, liberal im Wirtschaftsbereich ist, liberal auch in Sozialfragen und auf eine Art und Weise. Es ist auch das Image eines Fortschritts für Frankreich gut, weil er einfach nur erst 39 Jahre. Wir sind gewöhnt alte Politiker. Aber zu grünen Fragen vermeidet er immer wieder Antworten. Und die Verbindung von grünen Fragen und Europa scheint nicht so offensichtlich zu sein, wie wir das glauben. Ich glaube, natürlich sind wir pro-europäisch und wir sind überzeugte Grüne, aber wir müssen wirklich denken, wie man das verbinden kann und das realistisch umsetzen kann. Und ich möchte also dann entsprechend für unsere zukünftige Arbeit Folgendes vorschlagen. Wir sollten uns als aktive Minorität pro-Europäer betrachten und zweitens unsere Gegner herausfordern in Anbetracht ihrer Projekte. Nur sich konzentrieren auf Personen und Führerschaft. Marine Le Pen in Frankreich ist herausgefordert worden, was ihre Persönlichkeit angeht, aber nicht, was ihr Programm angeht. Und ihr Programm ist unglaublich unrealistisch. Und da müssen wir ran und argumentieren. Es ist sehr simplistisch, was da gesagt wird. Und dann müssen wir arbeiten zu den Fragen, was macht Europa sichtbar und unsichtbar? Auswirkungen, positive Auswirkungen auf das Alltagsleben der Menschen ist was ganz Wichtiges. Und da müssen wir neue Methoden finden, um das sichtbar zu machen und uns zu konzentrieren auf neue Themen natürlich. Diversität der Kultur ist ein ganz wichtiges solches Thema. Zum Beispiel in Frankreich ist es so, wir sehen, dass Kultur in der Kampagne überhaupt nicht, in der Präsidentschaftskampagne überhaupt nicht präsent ist. Offensichtlich haben wir kulturelle Frage nicht betrachtet und wir werden betrachtet als zu reaktionär, als zu konservativ. Grüne und Europa, das ist ein Projekt, an dem wir lange gearbeitet haben und wir müssen neue Wege finden, das richtig zu kommunizieren. Und wir sollten arbeiten an einer Debürokratisierung Europas. Was meine ich, wenn ich das sage? Die Frage der Legitimität der Institutionen, zum Beispiel die Tatsache, dass wir die vereinfachter kläutern müssen, Vertrauen und Wahrheit schaffen, wichtig, damit der Bürger sich auch versteht als Europäischer und nicht denkt, mein Gott, Europa ist so weit weg von mir. Wir sollten also uns ein neues Europa denken, mit neuen Methoden allerdings. Mit Methoden einer aktiven Minorität. Und die sollten in die Fragenrunden dann auch eingebracht werden. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank. Geht. Ich dachte kurz, ich käme da jetzt nicht ran und meine Arme wären zu kurz, aber so ist noch nicht. Vielen Dank, mein Name ist Silke Tempel. Ich bin Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik und sehr oft hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung, was ich mal ganz großartig finde. Und ich habe das große Vergnügen, nachher das Gespräch auch zu führen. Aber ich darf Ihnen jetzt erstmal zwei Keynote-Sprecher vorstellen, die genau das tun, was eben eingefordert worden ist, nämlich nachdenken über Europa und zwar von Grund auf. Deswegen auch gleich ganz charmant irgendwie die Grundsatzfragen gestellt werden. Wozu Europa? Wozu Europa? Und geht nach 60 Jahren die Epoche europäischer Integration zu Ende? Also grundsätzlicher kann es fast nicht werden. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt Absicht war bei der Konzeption, aber wahrscheinlich war es schon. Ich finde das unglaublich charmant, dass wir jetzt zwei Sprecher haben, die aus zwei Ländern kommen, die im Grunde genommen am frühesten und am tiefsten die Frage nach wozu Europa gestellt haben, sichtbar in der letzten Zeit, nämlich aus den USA und aus Großbritannien. Andy Muravtik macht den Anfang, Professor in Princeton für International Affairs and Political Science,
Im Übrigen auch im Handelsverhandlungen äußerst bewandert, aber daneben auch noch ein Opernliebhaber. Also lesen Sie mal durchaus seine Opernreviews. Ich finde die alle, weil ich Opern auch sehr gerne mag, alle immer unglaublich clever. Aber auch ganz spannend, zusammen mit seiner Frau Anne-Marie Slaughter hat er sich auch sehr starke Gedanken darüber gemacht, why women still can't have it all. Und das hat mich dann eben auch sehr beeindruckt. Das fand ich ganz wunderbar. Und Andy Muravchik wird jetzt erstmal anfangen mit der Grundsatzfrage, wozu Europa und wie müssen wir das europäische Projekt neu definieren? Bitte schön. Thank you very much for the kind introduction. Vielen Dank für Ihre freundliche Einführung. Deutschsprechenden, Franzosen aussi, dass ich diese Rede auf Englisch halte. Ich habe zwar kurze Zeit vor vielen Jahren in Deutschland studiert, aber wie Sie sicherlich hören, mein Deutsch reicht nicht aus, eine solche Rede zu halten. So, weiter auf Englisch. Die EU erlebt eine Krise. Heute Politiker, Journalisten, Analytiker aus Thinktanks und Professoren prognostizieren ganz offen, dass Europa möglicherweise vor einem Kollaps steht, Jan Chinanga und andere wären hier zu nennen. Manche hoffen sogar, dass dieser Kollaps eintritt. Aber ich möchte heute sagen, dass die EU wesentlich stärker und stabiler ist, als diese Pessimisten sagen. In diesem Jahr feiern wir den 60. Jahrestag der Europäischen Union, eine Phase, die länger ist als die Zeit der Existenz der meisten Nationen der Welt. Die EU ist nach wie vor das ambitionierteste und erfolgreichste Beispiel für eine freiwillige internationale Zusammenarbeit in der Geschichte. Und die EU ist so tief verwurzelt im Leben der Europäerinnen und Europäer, der Unternehmen, Regierungen und Zivilgesellschaften in Europa, dass es überhaupt keine Chance gibt, dass sie in näherer Zukunft verschwinden wird. Die wichtigsten Funktionen der EU, sie liegen im Bereich Freihandel, freie Investitionen, gesetzlicher Schutz innerhalb eines Binnenmarktes, die Möglichkeit der Freizügigkeit der Bewegung, die Koordination der Sicherheit in den Ländern und die Durchführung einer Vielzahl von gemeinsamen außenpolitischen und verteidigungspolitischen Maßnahmen existieren nach wie vor unberührt von jeglicher Krise. Und dennoch gibt es vier Quellen, die wir nennen können, mit Blick auf diese große interne Krise, die aktuell beobachtet wird. Die internationale Bedeutungslosigkeit bzw. der internationale Bedeutungsverlust, die Radikalisierung auf der rechten, Migration und der Euro. Aber angesichts dieser Krisen geht es Europa eigentlich gut. Betrachten wir doch einmal im Einzelnen, wofür sie stehen. Krise Nummer 1, der internationale Bedeutungsverlust. Europa wird auf internationaler Ebene schwächer. In der Regel, oder zumindest gerne, wird in Kreisen von Journalisten, Thinktanks und auch im akademischen Umfeld gerne gesagt, dass Europa heute ein schwacher Akteur sei auf internationaler Ebene und absolut überschattet wird von den USA und China. Wir haben es mit einem langsamen Wirtschaftswachstum zu tun, mit einem langsamen demografischen Wachstum und das führt zur Schwächung. Und die Uneinigkeit in Europa unterminiert noch, was überhaupt an Kraft, Stärke und Macht da ist. Wenn Europa stärker werden soll, dann müssen Europäer mehr Geld ausgeben für militärische Zwecke und sie müssen mehr Politik innerhalb der EU zentralisieren. Das wird gesagt und das ist falsch, denn Europa bleibt einer der beiden einflussreichsten politischen Akteure in der Welt heute neben den USA und zwar in fast jeder Hinsicht und weit über China, Russland oder Indien hinausgehen. Und im Gegensatz zu dem, was Präsident Trump sagt, ist es weder Europa noch die Welt, die mehr
Militärausgaben heute brauchen. Und in der aktuellen Situation steht Europa bereits an zweiter Stelle bei den weltweit größten Militärmächten. Mehr Geld für Militär wird ausgegeben in Europa als in China. Und da ja Macht nicht nur das ist, was man jährlich ausgibt für seinen Verteidigungshaushalt, steht Europa sehr gut da, weil Europa auch starke Alliierte hat und eben auch solide Ausgaben in der Vergangenheit. Und damit hat Europa proportional gesehen einen noch größeren Einfluss beispielsweise als China. Kein Land außer den USA kann dem gleichkommen, was Europa aufweist an militärischen Aktivitäten. 25.000 europäische Soldatinnen und Soldaten sind permanent in Dutzenden von Kampfmissionen unterwegs seit jedem einzelnen Jahr, seit dem Ende des Kalten Krieges. Und etwas Vergleichbares finden wir weder in Indien noch in China noch in Russland. Natürlich ist es richtig, dass die europäischen Militärausgaben und Initiativen fragmentiert sind, aber das spielt im Grunde keine Rolle, denn die Europäische Verteidigungsagentur sagt durchaus, dass eine Zentralisierung die Effizienz um höchstens 14% steigern würde. Und man kann auch durchaus die Frage aufwerfen, wer eine vernünftige Mission gestartet hätte, anderswo als da, wo sie ohnehin stattfinden, hätte Europa noch eine stärkere militärische Position gehabt. Wichtiger darüber hinaus ist noch die zivile Kraft, die Europa darstellt. Europa ist eine Zivilmacht, was Handel angeht, Exporte, internationale Hilfe, Völkerrecht, internationale Institutionen, die europäische Erweiterung, Universitäten, die kulturellen und politischen Werte sind hier nur beispielhaft zu nennen. Und in all diesen Bereichen ist Europa führend weltweit, weit vor Russland, China und Indien und in vieler Hinsicht sogar auch über die Bedeutung der USA hinausgehen. Nehmen wir nur ein Beispiel, die westliche Russlandpolitik. Natürlich ist es nicht möglich, Herrn Putin ganz und gar daran zu hindern, in einem Land wie der Ukraine zu intervenieren, ein Land, das an der russischen Grenze liegt und von großer strategischer Bedeutung ist. Und dennoch war es wichtig, den Impact der russischen Intervention zu reduzieren und massiv zu reagieren auf die Maßnahmen Russlands, die ja ein Verstoß gegen die fundamentalsten internationalen Rechtsnormen sind. Angesichts der Tatsache, dass alle westlichen Nationen die militärische Intervention in der Ukraine von Anfang an zurückgewiesen haben, hatten die USA nur wenig bedeutende Mittel, um hier entsprechend zu reagieren. Europa besitzt wirkmächtige Instrumente, die Amerika nicht hat. Und deswegen ist die westliche Politik gegenüber Russland heute in jeder Hinsicht über 90% europäisch. Da gibt es zum einen ein effizientes Tool, und das ist die Wirtschaftshilfe für die Ukraine beispielsweise. Dann gibt es die Handelsliberalisierung als zweites Tool. Das dritte Tool ist Diplomatie. Und das vierte ist dann die Möglichkeit politischer Sanktionen. All diese sind effizient eingesetzt worden in der Vergangenheit und ebnen den Weg für Europa auch in der Zukunft. Wenden wir uns nun der zweiten Krise zu, die rechte Radikalisierung und der Brexit. Auch hier wird sehr viel Pessimismus geäußert und es gibt jede Menge Euroskepsis, die eine unmittelbare und tödliche Bedrohung für die EU darstellt, sagen viele Vertreter in den Medien, in den Thinktanks und auch in der Wissenschaft. Der Brexit bewegt sich vorwärts, wenn man so will, und dient möglicherweise als ein Modell für ähnliche Bemühungen zum Abbau der EU, heißt es. Aber dieser Pessimismus ist unbegründet, denn erstens ist der Brexit, zumindest so wie die britische Regierung ihn denkt, langfristig nicht nachhaltig. Großbritannien kann sich nicht aus diesen lang bestehenden Vereinbarungen herausziehen, die es im Bereich europäischer Handel, Investitionen, Dienstleistungen, Reisen, Verbrechensbekämpfung, Terrorismuspolitik, Antiterrorismuspolitik insbesondere und vieles andere gibt. Natürlich kann ein Name anders gewählt werden, aber
Kooperation ist hier erforderlich und das ist auch der Grund, warum Theresa May verhandelt, wie sie verhandelt. Sie möchte letztendlich jede dieser Politiken genauso gestalten, wie sie in der Vergangenheit gestaltet waren. Zweitens, es ist unwahrscheinlich, dass der Brexit sich ausweitet. Anderswo in Europa ist es kaum denkbar, dass eine originär rechtsorientierte, euroskeptische Regierung es schaffen wird, sich aus der EU zurückzuziehen. Wir hatten ja gerade Wahlen in den Niederlanden, haben die Ergebnisse gesehen. Auch in Frankreich werden wir Marine Le Pen nicht als Gewinnerin der Präsidentschaftswahl sehen. Wir sehen euroskeptische Regierungen in Ungarn und in Polen. Aber keine dieser Regierungen hat bisher Maßnahmen ergreifen wollen, die EU tatsächlich zu verlassen. Das wäre suizidal. Das bringt uns zur dritten Krise, Migration. In der Regel heißt es in den Medien-Thinktanks und in der Wissenschaft, dass die externe Migration eine Bedrohung der Zukunft der EU sei. Manche sagen, dass Europa die Außengrenzen nicht tatsächlich kontrollieren könne. Andere wiederum sagen, dass Europa nicht in der Lage sei, die Flüchtlinge gleichmäßig unter den EU-Mitgliedstaaten aufzuteilen. Und manche fürchten, dass Schengen keine Zukunft habe. Aber wir müssen realistisch sein. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass jede europäische Regierung weiß, dass die Fortsetzung der Einwanderung auf dem Niveau von 2015 politisch nicht nachhaltig ist. Egal, welche ökonomischen oder moralischen Präferenzen wir haben und egal, was wir öffentlich zugeben, es ist erforderlich, die Einwanderung zu begrenzen. Das ist eine politische Realität. Die EU war durchaus erfolgreich hier in diesem Bereich. Und das ist eigentlich viel wichtiger als unrealistische Programme zur Förderung Brüssels und zur Überzeugung Brüssels, damit nationale Flüchtlingsquoten festgeschrieben werden. So haben wir beispielsweise das Niveau der Migration im Mittelmeerraum. Über 1 Million Menschen kamen 2015 nach Griechenland und Italien. 2016 war das nur noch ein Drittel und die Zahl sinkt weiter. Und das ist vor allen Dingen auf die EU-Politik zurückzuführen. Beispielsweise bemüht sich Europa um die Koordination und Finanzierung von legalen Prozedere zur Kriminalisierung der Beförderung und des Handels, Menschenhandels mit Flüchtlingen. Europa hilft, Zäune und Mauern zu bauen, Grenzen zu verstärken zwischen der Türkei und Griechenland und Bulgarien. Europa hilft beim Verhandeln über Abkommen mit Ländern wie Türkei und Libyen. Und Europa beteiligt sich auch an der Förderung und dem Ausbau gemeinsamer Kontrollen und Patrouillen auf See im Mittelmeer. Das sind also die guten Nachrichten für Europa. Wie sieht es jetzt auf der anderen Seite aus? Nun, hier haben wir die vierte Krise. Langsames Wirtschaftswachstum, Ungleichheit und der Euro. Da gibt es natürlich wiederum weite Teile der Presse, der Thinktanks und der Wissenschaft, die nicht zuletzt in Deutschland optimistisch sind, was den Euro angeht und was das langsame Wachstum angeht, aber andere europäische Krisen ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit rücken. Sie sagen unter anderem auch, dass der Euro nicht wirklich schuld sei am langsamen Wirtschaftswachstum. Oder sie sagen, der Euro sei ja stabil, denn die makroökonomischen Probleme würden sich selbst lösen. Oder sie sagen, es ist möglich, diese Probleme zu lösen über eine europäische Fiskalunion. Aber hier möchte ich wiederum skeptisch sein, denn die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ist eine ernstzunehmende. Wir haben in den letzten 10 Jahren eine europäische Wachstumsrate beim Pro-Kopf-Realeinkommen gesehen, die ungefähr dem entspricht, was wir in Großbritannien, den USA und Japan sehen. Allerdings ist dieses Wachstum sehr ungleich verteilt europaweit und wir haben einige Länder, die zu ewiger Austerität verdammt zu sein scheinen. Seit 2008 ist das Pro-Kopf-Realeinkommen in Deutschland um 6% gestiegen. Frankreich, Niederlande und Dänemark
Da war es relativ stabil. Spanien ein Rückgang um 6%, Portugal ein Rückgang von 10%, Italien ein Rückgang von 12%, Zypern ungefähr 16%, Griechenland ungefähr 25%. Das heißt, wir haben hier eine zunehmende Ungleichheit, die sich auch innerhalb der Länder selbst ganz massiv sichtbar macht. In Griechenland zum Beispiel oder Italien, da geht man davon aus, dass bei diesem traditionell zweitgrößten Exporteur Europas zu erwarten ist, dass es das Land der nächsten Krise in Europa sein wird oder das nächste europäische Krisenland. Ohne effiziente monetäre Instrumente können diese Länder aber nichts tun, um die makroökonomische Leistung zu stimulieren, und Austerität ist ihnen quasi vorgezeichnet. Ich stimme Trump in praktisch nichts zu, aber in einem hat er recht. Wir müssen etwas tun, was zum Beispiel die Währung, die Exporte und die Handelsüberschüsse angeht. Deutschland ist das China Europas, konnte sich bis vor kurzem aber hier recht klein machen, denn die Währungsmanipulationen, die hier stattfinden, werden durch den Euro nicht sichtbar. Manche sagen, dass der Euro schlechte Politik sei. Und dennoch wollen sie das europäische Projekt verteidigen. Wenn der Euro kollabiert, sagen sie, dann verlieren die Europäer Vertrauen in die EU. Allerdings gibt es Nachweise und Hinweise darauf, dass das Gegenteil der Fall ist. Andere wiederum fordern eine Fiskalunion auf europäischer Ebene. Das ist aber nicht möglich. Kann sich jemand wirklich vorstellen, dass Deutschland bereit ist, 10-20% des eigenen BIP an andere Länder zu überweisen, um hier die Probleme zu lösen? Das wäre aber die Mindestmenge, die Mindestsumme, die überwiesen werden müsste, um tatsächlich die aktuellen Probleme zu lösen. Die beste Lösung wäre ein Abbau des Euro, zumindest für manche Länder. Manche sagen, dass das schwer ist und Geld kostet, aber die Frage ist, kostet das denn mehr als eine semi-permanente Austerität für die nächsten 10-15 Jahre? Das wahre Problem ist doch, dass Politikerinnen und Wählerinnen diese aufgeklärte Politik nicht wollen, und vor allen Dingen wollen sie nicht kurzfristig Geld ausgeben, um langfristig zu profitieren. Daher haben wir hier diesen Status quo. Man wurschtelt sich irgendwie so durch mit dem aktuellen Eurosystem. Man macht hier und da eine kleine Reform, aber das Ergebnis ist letztendlich nicht das erwünschte. Das ist schlecht für Europa, auch schlecht für den europäischen Ruf, was hierbei rauskommt. Ich komme zum Schluss und befasse mich noch mit einer weiteren Frage, die Sie möglicherweise im Kopf haben. Nämlich, wenn es richtig ist, dass es Europa eigentlich besser geht, als die Leute glauben, warum ist der Ruf Europas dann so schlecht? Das Renommee. Warum hört man so viel Kritik an Europa, während die Erfolge quasi nicht gesehen werden? Nun, man könnte annehmen, dass das auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass wo es schlecht läuft, es um Dinge geht, die für Wähler und Wählerinnen in Europa die wichtigeren sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass letztendlich jeder in Europa und jede in Europa einen Anreiz hat, Europa zu kritisieren. Hier haben wir natürlich die Euroskeptiker, die zwar eine relativ kleine Zahl sind und die alleine natürlich nicht für den schlechten Ruf Europas stehen, oder wir haben die nationalen Politiker, die gerne hingehen und sagen, nee, ist nicht unser Problem, das, was hier euch nicht gefällt, das kommt aus Brüssel. Aber es gibt eine dritte Gruppe der Kritiker, und das sind die europäischen föderalen Idealisten. Das ist natürlich eine Ironie, denn diejenigen, die tatsächlich an eine immer engere Union glauben und an ein föderales Europa, sind diejenigen, die Europa immer und immer wieder kritisieren. Warum? Nun, sie sind Perfektionisten, sie wollen mehr Europa. Sie sagen immer wieder, wir wollen mehr Europa, wir wollen mehr Zentralität, mehr Zentralismus in Europa. Das heißt, sie kritisieren Europa mehr als die Skeptiker oder die Realisten. Sie halten einen Standard für Europa hoch, der nicht erreichbar ist, was Demokratie, was Effizienz und was Moral angeht. Ihr Standard, Ihre Erwartungen gehen weit über das hinaus als das, was nationale Regierungen bieten können. Beispiel: die Intervention in Libyen 2011.
rückblickend betrachtet war es vielleicht eine schlechte Idee, sich hier einzumischen, aber die Maßnahme selbst war bemerkenswert erfolgreich. Europa beschloss zu handeln, zog eine skeptische USA und 18 andere Nationen mit sich, blieb dann dort vor Ort, am Boden und in der Luft, und erreichte kurzfristige humanitäre und politische Ziele und generierte sehr viel Goodwill in Libyen. Das Ganze kostete 1 Milliarde Euro. 75% davon wurde von den Europäern und Europäerinnen bezahlt. Das erscheint durchaus erfolgreich im Vergleich zu den USA, die 2 Billiarden Dollar ausgegeben haben und viel mehr Leben geopfert haben in Irak und nach wie vor nach 15 Jahren dort sind, ohne dass sie dort irgendwas Erfolgreiches tatsächlich wirklich vorweisen könnten. Aber damals und seitdem haben praktisch alle Kommentatoren in Europa die Libyen-Initiative als Scheitern bezeichnet. Warum? Denn die Staaten handelten hier unilateral oder über die NATO vermittelt und es war eben keine offizielle EU-Politik, die zu beobachten war. Es gab große EU-Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Deutschland, die nicht partizipierten. Dann ist es erforderlich gewesen, dass die Europäer mit Nicht-Europäern zusammenarbeiten, damit das Ganze erfolgen kann. Dann gab es militärische Führer, die sich beklagten, dass sie mehr Equipment brauchen, und diese Art von Kritik privilegiert eine perfekte Politik gegenüber dem praktischen Erfolg. Und dann gibt es natürlich die Journalisten, Sensationsmache, Schlagzeilenhascherei. Das ist das, was sie anstreben in den Medien. Und das können Sie mir glauben, denn mein Job ist es, Europa zu studieren. Das ist das, was ich beruflich mache. Und ich sage Ihnen mal, Europa ist langweilig. Ausgesprochen langweilig. Und deswegen wollen nur wenige Zeitungen und nur wenige Fernsehsender das publizieren und beschreiben, was hier tatsächlich eine Rolle spielt. Wer das macht, der kann nur geringfügig Erfolge erzielen. Das sind Geschichten, die keinen ansprechen, und deswegen ist es spannender, Europa zu kritisieren. Manchmal sind es auch Fake News, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Boris Johnson, der britische Außenminister, seine Karriere praktisch gegründet hat darauf, dass er Geschichten erzählt hat aus Brüssel, die überhaupt nicht wahr waren, die in keiner Weise stimmten. Und selbst in Deutschland, ein Land mit einer vernünftigen, intelligenten Presse, liest man Geschichten wie die zum Beispiel von den 80% der nationalen Gesetze, die aus Brüssel kommen, wobei die reale Zahl knapp 10% beträgt. Und selbst da, wo die Geschichten stimmen, gibt es eine voreingenommene Auslegung dieser Geschichten. Das heißt, man ist gegen Frankreich gerichtet. Beispiel Frankreich. Marine Le Pen kriegt jede Menge Presseberichterstattung. Man vermittelt in den Medien, dass sie möglicherweise in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich einen Erfolg erzielt und siegt. Fakt ist aber, dass erst in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen der französische Präsident gewählt wird. Und das wird auf jeden Fall ein Scheitern für den Front National bedeuten. Da wird Marine nicht besser dran sein als ihr früherer Vorgänger, der frühere Präsidentschaftskandidat Jean-Marie Le Pen beim gleichen Versuch. Das wird aber praktisch übersehen von den Medien und nicht berichtet. Es wird auch nicht berichtet, dass diese extremistischen, rechtsradikalen Parteien, wenn sie Parlamentssitze bekommen, sie bestenfalls im Europäischen Parlament bekommen, auf Landesebene sind sie quasi nicht präsent. Also, liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen einen neuen europäischen öffentlichen Diskurs. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn wir gegen die Rechte kämpfen wollen. Und ich stimme Ralf hier durchaus zu, der sagt, das Mittel ist die Furcht. Wir sollten pragmatisch sein und nicht idealistisch, substanziell und nicht formalistisch. Wir sollten uns konzentrieren auf die praktischen Erfolge in der Hilfe für die Europäerinnen und Europäer und sollten idealistische Vorschläge ablehnen, die nicht durchgesetzt werden können. Und wir sollten vor allen Dingen betonen, dass ein vereintes Europa eine unerlässliche und positive Rolle in der Welt spielt. Und ich glaube, dass ich auch hier Ralf zustimmen kann, wenn ich sage, wir brauchen Einheit in der Vielfalt als Slogan. Das ist viel, viel besser als alles, was wir haben. Wir brauchen einen öffentlichen Diskurs, der die einfache Wahrheit über Europa erzählt. Nach 60 durchaus erfolgreichen Jahren der Integration
verdienen die Europäer und Europäerinnen nicht weniger als das. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Wenn ich das jetzt ganz kurz zusammenfassen würde, Europa ist erstens mal außenpolitisch noch anderweitig wesentlich besser, als die meisten denken. Zweitens, es hat ein selbstgemachtes Imageproblem. Mit diesen Freunden braucht man fast keine Feinde mehr. Und drittens, wir haben eine eingebaute Zeitbombe in Form des Euros. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Aber ich bin sehr froh, dass wir jetzt auch Jan Zielonka hier haben, Professor am St. Anthony's College in Oxford. Jemand, der auch in Warschau, Leiden und Florenz unterrichtet hat. Europäischer können es schon fast nicht sein. Und jetzt mal die Frage stellt, ob wir nach 60 Jahren vielleicht tatsächlich am Ende des Integrationsprozesses angekommen sind. Herr Zielonka, bitteschön. Thank you, I'm delighted to be. Ja, vielen Dank. Es freut mich, mal wieder hier zu sein. Als wir das letzte Mal das diskutierten, Ralf Füchs und ich, haben wir von der Krise der europäischen Integration gesprochen. Und da gab es gute Nachrichten und dann gab es schlechte Nachrichten und Ralf versuchte, das zu moderieren. Aber seitdem hat es Bewegung gegeben, denke ich. Wir haben nicht nur eine Krise der europäischen Integration, wir haben eine Krise der liberalen Ordnung in Europa. Und zwar bei uns auf dem Kontinent und auch auf der anderen Seite des Kontinents. Auf der anderen Seite des Kontinents, aber da werde ich nicht drüber sprechen heute. Da ist die liberale Ordnung unter Attack. Das sind nicht nur offene Grenzen, sondern liberale Demokratie und Freihandel, Migration und die multikulturelle Gesellschaft, die historischen Wahrheiten und die politische Korrektheit. Moderate politische Parteien und die Mainstream-Medien, kulturelle Toleranz und religiöse Neutralität. Die liberale Ideen haben verschiedene Generationen von Politikern seit der Aufklärung ja beeinflusst. Aber 1989 kann man sagen, das war der Triumph der liberalen Ideen, des liberalen Ideals in Europa. Und mit dem Fall der Berliner Mauer war der Liberalismus der only game in town, überall auf dem ganzen Kontinent. Ralf Dahrendorf sprach von einer liberalen Revolution. Aber jetzt stehen wir vor einer antiliberalen Gegenrevolution und die manifestiert sich unterschiedlich an unterschiedlichen Orten in Deutschland. Deutschland ist, sagen wir mal, in einer anderen Situation als Zypern, um das mal so zu formulieren. Aber es gibt Gemeinsamkeiten. Wir müssen uns einfach nur mal zwei Politiker anschauen. Konterrevolutionäre, ja, Jaroslaw Kaczynski und Alexis Tsipras. Die schauen nicht wie Zwillinge an. Kaczynski ist ultrakonservativ, Tsipras ist eher radikal linker. Kaczynski denkt, dass Russland eine Bedrohung ist. Tsipras sieht Russland eher als Alliierten. Kaczynski möchte einfach nur in gewisser Weise die neoliberale Wirtschaftspolitik ein bisschen weichspülen, ein bisschen polieren. Tsipras will sie loswerden. Kaczynski ist vollständig gegen Flüchtlinge und Tsipras will eine ehrliche und faire Umverteilung der Flüchtlinge. Aber sie haben eins gemeinsam, die beiden, Kaczynski und Tsipras. Beide wollen ein fundamental anderes Regime in Europa, zumindest in ihren Ländern. Ja, sie hassen die Elite, die Europa die letzten Dekaden geführt haben. Und diese Rebellen haben Aufwand. Und die Liberalen befinden sich auf dem Rückzug. Die Liberalen siegen wie vor ein paar Tagen in Holland. Ich habe noch einen niederländischen Passport am Rande bemerkt.
Sie siegen, weil Sie einen weichgespülten Populismus verfolgen. Haben Sie den offenen Brief von Premierminister Rutte gelesen, ein paar Tage vor der Wahl? Wenn ihr unsere Kultur nicht wollt, dann haut ab, hat er geschrieben. Haben Sie gelesen in Italien über das neue Gesetz, das Minniti-Dekret? Das ist eine linksregierte Regierung. Und Minniti war ein ehemaliger Kommunist. Und die geben jetzt den Bürgermeistern das Recht, bestimmte Leute aus dem Stadtzentrum rauszuschmeißen. Ja? Und zwar nicht irgendwelche Drogenhändler, sondern armen Leuten, Clochards, ja, Bettler, die dominiert sind in Städten, die von der Lega Nord regiert werden. Gut, Sie werden jetzt vielleicht sagen, weichgespülter Populismus ist besser als Hardcore-Populismus. Naja, die Soft-Populisten sozusagen gehören zu uns. Ja. Also wir können ihnen dann vertrauen sozusagen. Da bin ich mir allerdings nicht so sicher. Und ich weiß, dass Populismus und Liberalismus irgendwie sehr seltsame Bettgenossen sind. Meiner Meinung nach ist es so, die Gegenrevolution macht nicht gigantische Fortschritte, weil Le Pen oder Kaczynski so charismatisch oder so schlau sind. Sie sind nicht schlau. Nein, die machen Fortschritte, weil wir so schwach sind. Weil die Liberalen heutzutage so schwach sind. Man soll sich das einfach nur anschauen, unsere Leistungen hier in den letzten 2-3 Jahrzehnten. Wir haben wachsende Ungleichheit toleriert und diese ganze liberalen Volkswirtschaften können zusammengefasst werden unter dem Begriff Sozialismus für die Reichen, Kapitalismus für die Armen. Ja, wir haben toleriert das Abhören von Privatpersonen. Wir haben militärische Abenteuer unternommen, wie zum Beispiel im Irak. Und da muss ich Ihnen widersprechen, auch in Libyen. Wenn Sie von Erfolg in Libyen sprechen und dann die Flüchtlinge sehen aus Libyen, dann müssen wir uns nochmal über die Definition von Erfolg unterhalten. Und wir haben sogar Folter gerechtfertigt. Also, was Europa angeht, ist unsere Leistung auch nicht so toll. Europäische Integration sollte das Ende der Machtpolitik bedeuten. Große und reiche Staaten sollten nicht mehr die kleinen und armen Mitgliedstaaten schikanieren. Und Europa sollte nicht von diesem Land hier, von diesen Deutschen, regiert werden. Und wo sind wir heute? Wo geht man denn hin, wenn man was machen will in Europa? Geht man nach Brüssel oder geht man nach Berlin? Die AAA-Länder, schmeißen Europa. Deutschland ist im Fahrersitz hier. Und neue Verträge werden nur für bestimmte Länder geschrieben. Ja? Es gibt da Strafen und keine Anreize mehr. Das ist das Tagesgeschäft. Die europäische Integration sollte uns zur konkurrenzfähigsten Wirtschaft weltweit machen. Wir wollten den Washington-Konsens durch den Stockholm-Konsens ersetzen, nicht nur in protestantischen, sondern auch in den südeuropäischen Ländern. Und Europa sollte uns integrieren. Ist das so passiert? Sind wir durch Europa integriert worden oder sind wir durch Europa gespalten worden? Mit diesen Defizitländern und den Überschussländern, diesen Spitzen gegen diese 3A-Länder und die Wohlfahrt. Ja, selbst in den skandinavischen Ländern geht der Wohlfahrt statt den Bach runter. Und die EU sollte nicht, war sehr mächtiger Akteur, der Frieden und Stabilität gesorgt hat. Aber das ist nicht mehr jetzt. Schauen wir uns mal die Stabilität an bei unseren Nachbarstaaten in der Ukraine und in der Türkei. Was machen wir da?
Die Europäer streiten sich im UN-Sicherheitsrat und niemand spricht mehr vom EU-Auswärtigen Dienst oder von Nachbarschaftspolitik oder sowas. Ja? Die Dinge sind nicht mehr so, wie sie mal waren in den letzten Jahren. Ich stelle ja die positive Erbe der europäischen Integration in Frage, aber irgendwas ist auch schiefgelaufen. Und wann ist das Ding denn heiß gelaufen? Als dann die Neuen kamen, die öffentliche Unterstützung bekamen. Da gab es dann PR-Kampagnen. Dann hat man versucht, die Fakten zu drehen. Da hat man den politischen Opponenten attackiert. Wir haben uns aber nie in den Spiegel geguckt. Wir haben sogar das Wahlvolk beschuldigt, doof zu sein oder leicht manipuliert zu werden von diesen Populisten. Nach den letzten Wahlen in Polen, als Kaczynski gewann, hat Adam Michnik, der ist wirklich der Führer des liberalen Establishments in Polen, der hat ein Interview in einer Zeitung gegeben, wo er dann gefragt worden ist, wie ist denn das möglich gewesen, dass Kaczynski gewählt worden? Ja, hat er gesagt, das ist diese schöne Frau, die sich betrinkt und dann mit irgend so einem Bastard ins Bett steigt. Und dann hat er vorher gesagt, die polnischen Frauen müssen gegen Kaczynski kämpfen wegen dieser Abtreibungsgesetz-Novellierung. Da stehen wir im Moment. Als Farage und Le Pen Wahlen gewonnen zum Europäischen Parlament, was machten wir da? Wir hatten dann gesagt, ja, die Freiheit hat dennoch gewonnen, weil Juncker der Spitzenkandidat war. Als der Brexit passierte, haben wir den Tajani gewählt. Das ist der Sprecher von Berlusconi, der die Dinge sozusagen unter den Teppich kehrt. Berlusconi hat überhaupt noch nicht mal im Europäischen Parlament keine Vertretung, aber Herr Tajani ist der Sprecher. Und wessen Interessen vertritt der eigentlich? Ja. Es gab da also wenig Selbstkritik und Selbstreflexion. Ja, wie oft habe ich Minerale sagen gehört, natürlich, wir sind gegen Holder, aber wir wollen doch nicht, dass unsere Freiheit weggenommen wird von islamischen Fundamentalisten. Natürlich sollten die Flüchtlinge Asyl bekommen, aber lassen wir die erstmal in der Türkei irgendwo. Vielleicht sind sie ja doch Terroristen. Außerdem sind unsere Länder sowieso für unser Boot ist voll und außerdem sind wir in unseren Ländern da diese Leute aus anderen Religionen und Kulturen nicht gewöhnt. Wie oft habe ich Liberale sagen hören, natürlich sind wir für soziale Gerechtigkeit, aber wir können doch unsere Ökonomien nicht strangulieren und die Unternehmen belasten durch diese Arbeitsrechte und diese Arbeitssteuern. Das geht doch nicht. Und wie sieht es mit Reformen aus? Erinnert sich an irgendeine ernste Reform der Europäischen Union? Jetzt mal ganz zu schweigen von Kapitalismus und Demokratie. Glauben Sie wirklich, was die Schüler von Keynes, Milton Friedman hat das ja entwickelt, Helikoptergeld wird den Kapitalismus sozusagen schützen? Glauben Sie, dass der Präsident der Europäischen Kommission, wenn er direkt gewählt würde, dass sofort die Leute in Europa die Europäische Kommission und die EU lieben würden? Glauben Sie das? Dass Griechenland ehemals seine Schulden zurückzahlen würde nach 3 Bailouts? Glauben Sie das? Glauben Sie, dass ein Deal mit Türkei zu Flüchtlingen ein nachhaltiger Deal ist? So viel zu guten Nachrichten aus Brüssel. Die sagen uns, alles ist unter Kontrolle, schicken uns wunderschöne Fotos von lächelnden Staatsführerinnen und Führern. Die kommen dahin und diskutieren dann wunderbar, aber haben sie was gelöst? Glauben Sie, dass sie was gelöst haben? Verstehen Sie mich nicht falsch, bitte. Ich bin ein überzeugter Liberaler und ich bin sehr, sehr, sehr besorgt, was das
das Aufkommen von illiberaler Politik angeht. Aber ich bin nicht interessiert, in dieses Horn zu stoßen von dieser liberalen Erfolg. Diese Leute sollten sich die einfache Frage stellen, wenn die letzten drei Dekaden des liberalen Herrschens so ein Erfolg waren, warum ist die Situation so schlecht? Warum hassen so viele die Liberalen und wählen die Gegner? Warum? Das sollten Sie sich mal fragen. Über die letzten drei Dekaden war Liberalismus die Ideologie der Macht und der Ermächtigung. Alles, was irgendwie liberal und die Hinterfragung liberaler Prinzipien war, völlig selten. Ungewöhnlich. Ehemalige Kommunisten saßen im selben Zug mit den Liberalen. Ja, alle waren glücklich. Zusammen übrigens in dem Zug mit jeden Mengen Opportunisten, die hofften, ihre Karriere damit zu befördern. Und ich habe wenig gemein mit diesen liberalen Mitreisenden. Ja, liberalen Mitreisenden. Und um das Ganze zu regeln, müssen wir einfach erstmal verstehen, was Liberalismus ist und was Liberalismus nicht ist. Wir müssen entscheiden, welchen Liberalismus wir abweisen, zurückweisen und unterstützen wollen. Welchen? Wir müssen unser Integrationsprojekt wieder zurückgewinnen und für diejenigen, die wirklich, für die Europa wirklich was bedeutet. Wir müssen in den Spiegel gucken, bevor wir mit den Fingern auf andere deuten. Denn ohne das werden wir niemals das Vertrauen des Wahlvolks gewinnen. So viel im Moment. Stay up on stage. Bleiben Sie hier oben. Bleiben Sie hier oben, bitte, Herr Zielonka. Vielen Dank. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal Deutsch zu sprechen, aber es wird ja simultan übersetzt und ich sehe das auch da hinten. Ich habe manchmal den Hang, ein bisschen schnell zu werden. Wenn Sie nicht mehr mitkommen, winken Sie ganz heftig aus der Glaskabine und jetzt schon vielen Dank für die Übersetzung. Genau. Es ist mir gerade eben noch mal aufgefallen, als ich Ihnen beiden zugehört habe, dass politische Ordnungen, die ja manchmal so ein bisschen Computersystemen ähneln. Wir brauchen eine Hardware. In politischen Ordnungen sind das die Institutionen, die das natürlich möglich machen, dass überhaupt etwas funktioniert. Aber wir brauchen gleichzeitig eine Software, die im Grunde genommen erneuerbar ist, die jeweils neue Downloads aushält, die Veränderungen tragen kann, etc. etc. Nun hat Jan Zielonka gerade von der Krise des Liberalismus gesprochen und dann fiel nochmal auf in der Europäischen Union. Wir haben über Jahre und Jahrzehnte über die Institutionen gesprochen. Und wenn wir über die Institutionen gesprochen haben, haben wir eigentlich immer gesagt, wir brauchen sie stärker, wir brauchen vielleicht mehr, wir brauchen sie noch verknüpfter. Das war eigentlich unsere Idee von mehr Europa. Und jetzt kommt jemand hierher und sagt, Moment mal, wir müssen mal wieder über die Software sprechen, die politische Kultur, das, was das Ganze eigentlich unterstützt. Das, was die Europäische Union unterstützt hat, war ja im Grunde die liberale Idee. Die haben wir aber eigentlich gar nicht mehr so ausgesprochen, sondern wir haben vom Friedensprojekt Europa gesprochen. Wir haben vom Wohlstandsprojekt Europa gesprochen, aber nicht so sehr vom Liberalismus. Und jetzt werde ich gleich, auch schon deshalb, weil Ralf Füchs sich gerade so intensiv damit beschäftigt, auch mit dem Thema Freiheit, aber es ist eine Frage an alle drei. Ist es nicht erstmal wieder an der Zeit, uns so ein bisschen mit der Software zu beschäftigen, mit der politischen Kultur, das, was eigentlich das Herz Europas im Zweifelsfall schlagen lässt? Ralf. Ja, ich sinniere immer noch, natürlich jetzt so zwischen diesen zwei Vorträgen und den unterschiedlichen
Realitäten, die Sie gezeichnet haben, und auch wenn das jetzt schon fast eine Karikatur ist, dessen, was Jan Szelonka schon prophezeit hat, also zu versuchen, zwischen diesen zwei Analysen zu vermitteln, denke ich doch, dass Sie eben beide mehr als nur ein Korn von Wahrheit haben in der Beschreibung des Zustands, in dem wir uns befinden, politisch in sagen Europa. Und einerseits würde ich Adrian Morawczyk folgen, wenn er sagt, man darf die Erfolgsgeschichte der Europäischen Union nicht runterreden, sie ist besser als ihr Ruf. Und ich würde hinzufügen, die Demokratie ist heute institutionell in Europa viel stabiler verankert, als sie das in der Vergangenheit war. Manchmal wird ja die Analogie gezogen zu den 30er Jahren oder Ende der 20er Jahre. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Nicht nur, weil die demokratischen Institutionen robuster sind, sondern, wie du sagst, Silke, auch der demokratische Geist ist viel tiefer in Europa verankert. Und so richtig das ist, ich spreche ja selbst von einer antiliberalen Revolte oder sagen Jan Szelonka von einer antiliberalen Konterrevolution, so bemerkenswert ist doch die freiheitliche Gegenbewegung, die das wiederum ausgelöst hat. Und ich bin doch so zuversichtlich, dass ich glaube, Brexit und Trump und jetzt auch die Auseinandersetzung in Frankreich, auch Holland, als eine Art Wake-up-Call für die europäische Öffentlichkeit wirken. Und dass wir uns nicht sozusagen auf so einer abschüssigen Ebene nach unten befinden, wo sagen die Antiliberalen immer stärker werden und die liberale Demokratie immer mehr erodiert. Aber gleichzeitig teile ich sehr sagen Jans Appell, er sagt, in den Spiegel gucken und uns zu fragen, was ist eigentlich schiefgelaufen? Was sind denn die Ursachen für diese Diskreditierung der liberalen Demokratie? Und da schließe ich jetzt mal die USA ein. Ja, also man kann das nicht einfach nur auf irgendwie die Raffinesse oder die demagogischen Qualitäten der Populisten, nein, sondern offensichtlich ist da was aus dem Ruder gelaufen über die letzten 20 Jahre in unseren eigenen Gesellschaften, was den Boden geschaffen hat für diese antiliberale Mobilisierung. Und die Symptome sind ja vielfach beschrieben worden, die zu einer Glaubwürdigkeitskrise geführt haben. Ich glaube, dass da vieles zusammenkommt, was gar nicht so unmittelbar in der Macht von demokratischen Regierungen steht, sondern dass wir uns an einem Punkt befinden, einer Modernisierungskrise, wo ganz fundamentale Veränderungen zusammentreffen, die dieses Gefühl von Verunsicherung und Gereiztheit in unseren Gesellschaften produzieren. Also ökonomische Globalisierung mit wachsender Standortkonkurrenz und dem Druck, den das ausübt, bis in die Mittelschichten. Aber auch kulturelle Revolution, ja, die Auflösung der patriarchalen Familie, die Geschlechterrevolution, das geht ja richtig ans Eingemachte für Teile der Gesellschaft, für Teile der Bevölkerung. Da stürzen, bei denen stürzen ja Welten in sich zusammen. Und globale Migration, ja, das ist ja auch, erzeugt Reibungen, kulturelle und soziale Reibungen. Ist eine massive Veränderung auch unseres Alltagslebens. Und dann nimmt man noch digitale Revolution dazu mit den Befürchtungen, die sich daran knüpfen, dass da ganze Branchen verschwinden werden. Digitale Arbeitslosigkeit, auch wenn man das nicht für bare Münze nimmt, aber es ist eben doch als Befürchtung präsent. Und dagegen irgendwie scheint Politik irgendwie ziemlich hilflos. Das ist, glaube ich, ein Kernproblem. Dass wir wieder ein Zutrauen zurückgewinnen müssen in die Gestaltungskraft von demokratischer Politik gegenüber diesen großen Veränderungen. Und dafür braucht man die Europäische Union.
Jetzt darf ich vielleicht mal bei Andy Moravciks Erfolgsmodell anknüpfen und deinen Gedanken, Ralf, hier nochmal aufnehmen und sagen, du forderst ja mehr Zuversicht ein, aber paradoxerweise tun wir das in einem Moment, in dem wir sagen, Europa war eigentlich sicherer denn je, trotz der vielen Krisen innerhalb Europas. Europa war wohlhabender denn je und Europa hat eine sehr viel tiefer verankerte demokratische Kultur, als sie gekannt wurde hier auf diesem Kontinent. Und manchmal kommt es mir so vor, Andy, dass diese großen Projekte, selbst auch die Moderne, an ihren eigenen Erfolgen sich verschluckt. Und dass auch Europa sich an seinen eigenen Erfolgen hätte verschlucken können. Wenn wir uns die Gegenbewegungen ankommen, kam da eigentlich eine ganz simple Antwort auf die Bewegungen, die Ralf Füchs eben beschrieben haben, die hieß, wir wollen die Kontrolle zurückgewinnen. Das war der Kernpunkt. Das war der Kernpunkt beim Brexit, das ist der Kernpunkt bei allen populistischen Parteien. Und meine Frage wäre, ist umgekehrt Europa in seiner Integrationsgeschwindigkeit, die es ja doch auch hingelegt hat, die Transformationen, glaubten wir, sind ja recht schnell passiert, hatte sich da ein bisschen selber überholt? Ist es zu groß geworden und zu komplex, sodass es diese Rückzugsbewegung gibt, die sagt, wir möchten wieder etwas haben, was wir erkennen können, was wir kennen und erkennen können? Verschluckt sich Europa gewissermaßen auch an seinen eigenen Erfolgen, so wie sich die Moderne immer in ihren eigenen Vorwärtsschüben überrennt? Well, ja, gut, die Leute fühlen so. Das ist offensichtlich. Aber wenn man versucht, die Zukunft vorherzusehen von etwas, was gemessen wird in Dekaden, ist dann das Aussortieren sozusagen. Was sind langfristige oder was sind kurzfristige Dinge? Ich weiß nicht, wie das jetzt in Deutschland ist, aber in Amerika haben wir ja Folgendes. Wir müssen unsere eigene Altersvorsorge sozusagen treffen. Und Rat ist immer, versuch nicht jeden Tag Aktien zu kaufen und zu kaufen. Nimm einfach ein paar Dinge, die langfristig laufen, halte die und dann wirst du im Wesentlichen eher richtig als falsch liegen. Und das Gleiche gilt vielleicht für politische Prognostizierung. Es mag sein, dass wir vielleicht vor einem epischen Wandel der politischen Kultur stehen, wo die Leute immer radikaler werden. Aber ich glaube, dass die Evidenz dafür eher mager ist und auch ist schwierig zu argumentieren, dass das getrennt ist von fundamentalen Trends. Zum Beispiel schauen wir uns die Geschichte der europäischen Integration an. Ja, die waren proeuropäisch oder antieuropäisch und hatte alles eine ideologische Resonanz, aber im Wesentlichen war es doch so, dass die Länder und die Führer das gemacht haben, was langfristig im Interesse der Mitgliedstaaten war. Das waren so langweilige Dinge wie Agrarpolitik, monetäre Union, Erweiterung, Wirtschaftskooperation. Und das ist eigentlich ziemlich ähnlich, was man vor 20, 30, 40 Jahren auch gemacht hat. Und selbst die Tatsache, dass Großbritannien hier ein Ausreißer ist, und zwar sowohl was die Interessen angeht, als was die Ideologie angeht, dann, wenn wir Europa glaubwürdiger machen wollen, und es ist auch erstaunlich, dass dieses Problem der Legitimität Europas ja nicht anfängt, 1980 anfing, wo man gesagt hat, ja, es wird Europa so komplex und so fern von uns. Die meisten Leute wissen gar nicht, was in den europäischen Instituten passiert. Aber wenn sie die Leute dann fragen, dann trauen sie denen meistens öfter sogar als ihren eigenen lokalen Parlamenten. Und das sind Politiken, die nicht funktionieren und die Leute verändert haben wollen, international und vor Ort und auf der europäischen Ebene. Beginnt mit dem Euro, aber gibt es noch andere Sachen. Da müssen wir anfangen. Ich stimme Jan zu, wir müssen mit der nationalen wirtschaftlichen, politischen Ökonomie anfangen. Aber was denken die Leute über das europäische Projekt? Wie können wir die steuern?
Es ist hoffnungslos, zu versuchen, einen Diskurs zu entwickeln über Liberalismus, über Europa oder was auch immer, der nicht verbunden ist mit Dingen, die in der realen Welt passieren. Ich weiß nicht, warum ich das Ferdinand Lazars Partei sage, aber es ist fundamental und es ist ganz offen. Materialistische, materielle Interessen, Leute mit einer Politik zufriedenstimmen oder nicht zufriedenstimmen. Europäische Integration sollte man machen und dann analysieren, wer mag den Status quo jetzt nicht und wer mag ihn. Gerade mit den Populisten, gerade mit den Problemen, die wir innerhalb Europas haben, das Interesse an dem, was in anderen Staaten passiert, enorm gewachsen ist. Ich habe das noch nicht erlebt, dass sich so viele Menschen dafür interessieren, wie groß eine Anti-Abortion-Demonstration in Warschau gewesen ist oder wie die holländischen Wahlen ausgibt. Also ich gehöre ja zu der Generation, die, es ist beinahe peinlich zu sagen, mit einer wird gewinnen von Kuhlenkampf und Camillo Felgens europäischen Kampfsportarten, hätte ich beinahe gesagt, spielen, aufgewachsen ist. Das war schon ein bisschen so europäische Sozialisation. Aber danach kam eigentlich eine ganze dürre Strecke, in der man irgendwie diesen Transformationsprozess für gegeben angenommen hat. So, jetzt kommen Probleme und plötzlich interessieren wir uns dafür, was machen die Kaczynski, was macht Kaczynski eigentlich in Polen? Was passiert irgendwie dort? Was machen sie mit dem Parlament? Was machen sie mit dem Versorgungsgesetz? Könnte man nicht sogar sagen, dass wir jetzt einen Moment haben, in dem genau das, was sie gerade eingefordert haben, sich nämlich mal für das Nachbarland und deren nationale Probleme zu interessieren, zumindest in Teilen auch stattfindet? In this room, yes. Ja. Ja, in diesem Raum schon, in der breiteren Gesellschaft nicht. Die Sichtweise über die Europäische Union oder über die deutsche Außenpolitik, ich glaube nicht, dass das getrieben ist davon, was die Leute hier von Kaczynski halten. Viele von diesen Dingen sind nicht so neu, wie wir meinen. Schauen Sie sich mal an, was in den 1960er passiert ist. General de Gaulle hatten und da hatten wir General Adenauer. Da hatten sie Willy Brandt und General de Gaulles Nachfolger, ideologisch ganz unterschiedlich aufgestellt und in gewisser Weise auch antieuropäisch, aber die haben die Dinge vorangetrieben auf eine pragmatische Art und Weise. Ja, da wurden sozusagen ideologische Differenzen überkleistert und französische Politik ging dann einfach genauso weiter unter Mitterrand, der ganz ideologisch ganz anders aufgestellt war. Und 20-30% der Franzosen und 20-30% der Italiener oder 10% der Deutschen, die wählen für Nicht-Systemparteien, die sich nicht verschworen haben der liberalen kapitalistischen Demokratie. Aber man hat das alles immer überlebt, weil es immer im Grundprojekt Schwung gab. Und das fördert auch meinen Optimismus. Keine Debatte über dieses Individuum oder diese oder jene politischen Ereignisse, die fundamentalen Trends verändert. Deswegen bin ich sehr skeptisch, was den Brexit angeht. Für mich erscheint der Brexit, wenn man sich so anschaut, einfach absurd. Man kann es sehen, dass er absurd ist, denn die Verhandlungspositionen von Großbritannien, Das sind Traumschlösser, was die wollen. Und es ist genau das, was wir im Moment haben. Und das ist genau das, was man dem Wahlvolk sagen kann. Sie können ihm sagen, was man will. Aber am Schluss muss man eine Politik verfolgen, die eingeengt ist von fiskalischen, ökonomischen und ideologischen Realitäten, die sehr viel weniger variabel sind als das, was wir wünschen. Wir haben einen Satz in den Amerika, der glücklicherweise in Deutschland nicht steht, die Ambulanz sozusagen fangen. Ja? Weil da kommt dann ein Rechtsanwalt sozusagen, der eine Ambulanz vorbeifahren sieht und dann läuft er der Ambulanz hinterher, weil er meint, er könnte da vielleicht Geld verdienen mit irgendeiner Verklagung von irgendjemand. Das heißt, die Dinge verändern sich. Wir haben hier und da Krisen, wir haben materielle Krisen und dann kommt eine Ambulanz vorbei und die Leute laufen in eine ganz andere Richtung. I totally agree with Andy that I think you two
Ich stimme Andi total zu. Ja, offenbar sind sie beide sich die ganze Zeit schon einig. Nein, nein, ich möchte jetzt erstmal den Satz zu Ende sagen, oder? Also, ich stimme Andi zu, insofern, als er sagt, der Brexit sei absurd. Ich habe kürzlich 2 Tage mit Boris Johnson zugebracht und er ist natürlich privat anders als öffentlich, aber dennoch hoffnungslos. Aber das ist genau auch der Punkt. Wir leben in Absurdistan. Was die rationale Logik normalerweise nicht akzeptieren würde, findet statt. Das ist eine neue Welt. Sie müsste nicht so sein, wie sie ist. Aber die Politik hat von der Realpolitik übernommen und auf einmal funktioniert es alles so, wie es gerade funktioniert. Was ich sagen möchte ist, dass diejenigen, die all diese Jahre an der Macht waren, grundlegende Überlegungen ignoriert haben und ignorieren. Und vor allen Dingen grundlegende Wahrheiten übersehen haben und übersehen wollten. Das sind aber fundamentale Wahrheiten, die wir eigentlich wahrnehmen müssen. Was ist denn 1989 passiert? Wir haben quasi gleichzeitig 3 fundamentale Revolutionen erlebt. Die Mauer fiel, die Staaten kollabierten, der Ostblock kollabierte, es bildeten sich neue Formationen und so weiter. Dann gab es zum Zweiten die Globalisierung. Und die europäischen Versionen der Globalisierung, der Binnenmarkt, eine ökonomische Revolution, wenn wir so wollen. Was natürlich erneut Gewinner und Verlierer generiert hat und die Dinge geändert hat, auch mit Blick auf unsere Verwaltung der Wirtschaft, das Management. Aber die wichtigste Revolution, der wichtigste Prozess jener Zeit war das Internet. Das Internet, das wesentlich mehr Einfluss auf alles andere hatte als überhaupt etwas. Es hat die Art und Weise grundlegend geändert, wie wir kommunizieren. Warum brechen denn die Zeitungen zusammen? Warum gibt es die alten Medien nicht mehr? Warum funktioniert alles anders, als es früher funktioniert hat? Finanztransaktionen binnen Sekunden via Computer. Und wir mussten uns diesen Veränderungen anpassen, dachten, das sei das Ende der Geschichte, müssten nicht viel unternehmen. Aber bitteschön, bei diesen Revolutionen gab es doch auch Gegenrevolutionen. Die Leute hatten eine enorme Hoffnung, was E-Democracy angeht. Aber da ist doch gar nichts passiert. Am Ende ist nichts passiert. Wir sehen, dass die Wirtschaft sich hinbewegt zu einem Casino-Kapitalismus. Und wir schauen zu und wir schauen zu und wir schauen zu, bis der am Ende verhaftet wird, in den Knast kommt. Und wenn das Ganze schief läuft, dann geben wir Geld, um die Banken freizukaufen. Das ist das, was passiert. Und wenn es Leute gibt, die sagen, wir müssen aber was machen, werden sie zum Schweigen gebracht. Vor ein paar Jahren habe ich gesagt, wir brauchen grundlegende Veränderungen in der europäischen Integration. Dachte man, ich wäre verrückt. Farage hat keine Stimmen bekommen und er sitzt nicht im britischen Parlament. Das ist richtig, aber er sitzt im EP und damit kommt er durch. Und dann kriegt man plötzlich einen Brexit und plötzlich, Überraschung, ein Brexit, wie konnte das denn kommen? Farage haben sie übersehen und es war eben auch nicht nur Farage, es gab auch diese anderen Mitreisenden sozusagen, die praktisch auf seinem Ticket mitgesegelt sind. Und das geht weiter und weiter und weiter. Schauen wir uns die Beispiele an, mit denen wir dachten, dass wir durchkommen. Haben wir uns wirklich immer aus diesen Diskussionen herausgestohlen? Ralf, ich merke hier, dass es brennt, darauf zu antworten. Natürlich, ich meine, wir hatten ja über die ganzen Jahre Kontroversen zu diesen Fragen. Das ist ja jetzt nicht so, dass wieder alle schlafgewandelt wären in das jetzige Desaster, sondern wir hatten die Kontroverse um die Frage, wie gestalten wir Globalisierung?
welche Möglichkeiten in der neue TTIP und CETA hat, wer die Kontroverse in den eigenen, sagen, Reihen. Wir hatten die Auseinandersetzung um die Frage, wie verhindern wir ein zunehmendes soziales Auseinanderdriften unserer Gesellschaften. Wenn man über Brexit redet, das ging ja nur zum Teil tatsächlich um die Frage Souveränität und Europa, ja, sondern das war sehr stark ein Echo auf die sozialen und regionalen Verwerfungen innerhalb Großbritanniens selbst und sagen wir, ein Indikator von Ärger, den es mit den herrschenden Eliten des Landes gab und gibt. Wir haben die Auseinandersetzung um die Frage Europolitik und wie umgehen mit der Schuldenkrise, Kritik an der einseitigen Austeritätspolitik, mehr Investitionen in öffentliche Infrastruktur, in ökologische Erneuerung unserer Ökonomien. Also ist doch nicht so, dass es zu diesen Fragen keine politischen Alternativen gäbe. Und darin müssen wir doch zurückkommen, dass Politik eine Angelegenheit ist, in der Alternativen verhandelt werden. Ja, und wir nicht diese Art von technokratischer Sachzwangpolitik sagen fortführen, die den Leuten suggeriert, es gäbe im Grunde gar nichts mehr zu entscheiden. Ja. Demokratie lebt von politischen Entscheidungen und politische Entscheidungen leben von Alternativen. Darf ich vielleicht genau an diesem Punkt mal auf was ganz Fundamentales zurückkommen, was ja jetzt nochmal die Europäische Union betreffen soll. Juncker hat ja etwas gemacht, jüngst, was wir gar nicht so sehr von ihm erwarten würden. Er ist mal nicht rausgegangen und gesagt, so jetzt brauchen wir das Übliche, mehr Integration, sondern gesagt, wir haben hier mal 5 Szenarien. So könnte die EU aussehen. Meine fundamentale Frage an euch drei wäre jetzt, mit dem, worüber wir gerade geredet haben, auch über die Selbstreflexion, eigentlich das, was die Software betrifft. Mit den Krisen, die wir außen haben, einem zerfallenden Nahen und Mittleren Osten, fragilen Staaten, ein Russland, das uns ideologisch herausfordert, ein China, das uns auch ideologisch herausfordert, weil es sagt, Kapitalismus geht im Übrigen auch Demokratie. Ist auch lustig, dass ein sich immer noch kommunistisches Land nennt, ein kommunistisch nennendes Land, das Manchester kapitalistischste Land eigentlich ist. Einer Schwäche oder einem Mangel an Zuversicht und Zutrauen in die Stärke des Liberalismus und seine Universalität in unseren eigenen Gesellschaften. So, wenn wir uns das alles angucken, dann würden wir doch fragen, ginge uns die EU heute kaputt? Müssten wir sie nicht morgen in etwa so wieder bauen, wie sie ist, oder müsste sie mal etwas anders aussehen? Damit wir einfach mal drüber nachdenken, frei flottierend jetzt mal in diese Gruppe hinein. Ist sie denn gar so falsch aufgestellt? Gibt es irgendwie Fixes, die wir innerhalb des Institutionengefüges machen? Gibt es etwas, wo wir sagen müssen, hier brauchen wir sozusagen ein Software-Update? Bestimmte Institutionen, Ralf, du hast es angesprochen, unterschiedliche Geschwindigkeiten, ist das etwas, was funktionieren kann? Denn ich fürchte, mit der Demokratie- und Kapitalismusdebatte allein werden wir die Europäische Union nicht retten können. Wir werden sie funktionsfähig halten müssen. Wie machen wir das? Einer nach dem anderen. Look. First of all, Politik was always there. Globalization didn't come from the. Politik gab's immer. Die Globalisierung kam nicht irgendwie über uns. Wir waren hier führend. Wir haben alles kapitalisiert. Wir haben alles globalisiert. Alles kann mit Geld gekauft werden. Wir hatten kürzlich die Ferrari-Besitzer in einer organisierten Aktion auf der Ponte Vecchio in Florenz, ja? Also, wir haben vieles getan und es waren politische Entscheidungen. Als ich den früheren Premierminister der Niederlande fragte, was für ihn die größte Enttäuschung war, sagte er, der Untergang der Gewerkschaften und ihr Agieren. Er war der Premierminister einer sozialistischen Regierung gewesen. Und insofern fragte ich, aber Sie waren Premierminister. Und er sagte mir, ja gut, aber es gibt immer diese Wirtschaftsberater und so weiter und so fort. Also, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Dinge zu sehen. Und was morgen sein wird, wissen wir heute nicht. Da muss man
vielleicht einen Wahrsager, eine Wahrsagerin anheuern, aber wenn die Institutionen nicht mehr liefern können, die offiziellen Institutionen, dann übernehmen die inoffiziellen. Die offizielle Scheidung kostet viel Geld. Deswegen hat sich Griechenland nicht vom Euro verabschiedet und Großbritannien wird sich auch nicht verabschieden. Und Jan hat recht, wir werden es wirklich lernen müssen. Learn it the hard way, as they say. Es wird nicht einfach sein und ich sehe jetzt schon die Anwälte, die da Milliarden verdienen werden. Aber das ändert alles nichts an der Tatsache, dass es bestimmte Institutionen gibt, die Probleme lösen sollen. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn nicht, dann ist das wie die WEU. Die gibt es seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, und das war ein Fake. Denn immer wenn es eine Krise gab im Bereich der Sicherheitspolitik, haben sie die Koalition der Willigen eingerufen oder sie haben Kontaktgruppen gebildet oder sie haben die OECD oder die Vereinten Nationen angerufen oder was auch immer. Aber sie selbst haben nichts gemacht. Das ist doch nicht seriös. Und das ist das Problem. Es ist also nicht, dass sie sagen, Leute, das Spiel spielen wir nicht weiter, wir gehen jetzt nach Hause und wir konzentrieren uns jetzt auf die Nationalstaaten. Nein. Wir haben die Vereinbarung und nichts folgt daraus. Die europäische Sicherheits- und Außenpolitik zu stärken, sie mit einem ordentlichen Apparat zu versehen, Fähigkeiten aufeinander abzustimmen. Eigentlich die Sache wäre, auf die man abzielen müsste. Andy schüttelt schon den Kopf. Bitte. Well, ja, doch, ja. Wir sind uns einig, dass es echte Probleme gibt und die Frage ist, ob die Institutionen diese echten Probleme lösen können. Es gibt vielleicht fundamentale Veränderungen in der Architektur der EU, Veränderungen im Rat und so weiter, eine beschleunigte Entscheidungsfindung innerhalb der EU. Da ist schon vieles gemacht, wenn aber dennoch gibt es die Krisen. Und meine Position ist, dass Migration ein Problem ist und dieses Problem aber lösbar ist innerhalb der europäischen Institutionen. Und auch der Euro ist ein Problem, was etwas schwieriger ist zu lösen innerhalb der bestehenden Institutionen, aber diese beiden Probleme sind anders als alles andere, was die EU macht. Denn das sind Punkte, die viele Wähler und Wählerinnen interessieren. Bei den anderen Fragen ist es den Wählern und Wählerinnen relativ schnuppe. Sie stimmen nicht ab oder wählen nicht so oder so, weil es bestimmte Regelungen gibt für die militärischen Institutionen in Mazedonien oder sowas. Aber eine gescheiterte Migrationspolitik, das treibt die Leute um. Und insofern haben wir hier die Außen- und Sicherheitspolitik als einen Bereich zu sehen, wobei das auch weniger relevant ist für die Wähler und Wählerinnen. Schadet nicht, nützt aber auch nicht viel, was die Wählerstimmen angeht. Aber wenn wir tatsächlich effiziente Politik in diesem Bereich machen wollen, müssen wir flexibel sein. Es wäre eine Katastrophe, wenn man 27 oder 28 Leute braucht, um etwas zu beschließen, damit es geschieht. Und es wäre eine Katastrophe, wenn jeder die gleichen Soldaten in die gleiche Mission schickt. Und es wäre eine Katastrophe, wenn jedes Mal, wenn ein Land sich enthalten will, weil ihnen der Grundsatz einer bestimmten Frage nicht gefällt, das Thema nicht gelöst werden kann. Wir müssen uns also fragen, wie oft war es so in den letzten 25 Jahren, dass die dezentrale, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik es nicht geschafft, etwas zu machen, was die 28 Staaten oder auch nur die Hälfte von ihnen unterstützt hätte, wenn sie hätten darüber abstimmen müssen. Und die Antwort ist praktisch nie. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik funktioniert gut, eigentlich. Wir haben hier also kein Problem. Das heißt, wir müssen uns wirklich konzentrieren auf die Fragen, die die Wähler und Wählerinnen interessieren, Migration und Wirtschaft, und das müssen wir dann lösen. Lösen, ja. Ja, ich glaube, die Migrationskrise, ich glaube, da gibt es große Einigkeit mit Blick auf die Frage, wie lässt sich das lösen, und die Wirtschaft, auch da findet sich eine Lösung. Die Bedeutung von Institutionen. Ich meine, es war jetzt so viel ungefragt und fast selbstverständlich,
davon die Rede, verteidigen der liberalen Demokratie und wie kommen die Liberalen wieder in die Offensive. Das ist ja erstaunlich. Aber vor 2 Jahren hätte das so überhaupt nicht stattfinden können. Da hätte man sich nicht mit diesem politischen Begriff so identifiziert. Also wir tun das, weil die liberale Demokratie unter Angriff steht, und dann gibt es sozusagen eine Rückbesinnung auf die Qualitäten von liberaler Demokratie. Was das aber bedeutet, da geht es ja auch um eine Neubestimmung und um eine Rehabilitierung dessen, was liberale Demokratie eigentlich sein soll. Gegenüber den Tendenzen, die von, vor allem jetzt von Jan sagen, beschrieben worden sind, die Reduzierung von liberaler Politik auf Marktliberalismus, auf dieses Mantra von Privatisierung und Deregulierung und je weniger Staat, desto besser. Und ein Kernproblem dieses verkürzten Liberalismus war die Vernachlässigung von öffentlichen Institutionen und der Bedeutung öffentlicher Institutionen. Und da rede ich jetzt nicht nur von Regierungsinstitutionen, sondern auch von öffentlichen Bildungssystemen, unserer Infrastruktur bis hin zu, sagen, dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Das sind nicht nur technische Infrastrukturen, sondern das ist im Grunde sowas wie die Infrastruktur unseres Gemeinwesens. Das sind republikanische Institutionen. Und wieder mehr in diese öffentlichen Institutionen zu investieren, ist gleichzeitig eine Antwort auf die zunehmende soziale Ungleichheit, aber auch eine Antwort auf die Frage, wie identifizieren sich denn Leute wieder mit einem liberalen Gemeinwesen? Das ist, glaube ich, eine Kernantwort. Und die zweite, ich stimme völlig damit überein, dass man jetzt auf ein paar Politikfeldern europäische Initiativen braucht, die den Leuten auf den Nägeln brennen und wo der Mehrwert europäischer Kooperation auf der Hand liegt, aber dass das nicht in der Form geschehen wird und geschehen kann von One-Fits-for-All Lösungen oder alle 28 immer im gleichen Schritt, sondern dass man Koalitionen braucht von Staaten, die bereit sind, voranzugehen und die Dinge in Bewegung zu bringen. Ob das auf dem Feld von erneuerbaren Energien ist, also eine Europäische Union für erneuerbare oder Allianz für erneuerbare Energien, die sagt, wir gehen voran. Oder ob das in der Flüchtlingspolitik der Fall ist, wo wir auf absehbare Zeit keinen Konsens hinkriegen werden unter den 28, aber möglicherweise doch einen Konsens hinkriegen zwischen 6, 7, 8 Staaten, jawohl, für eine Flüchtlingspolitik, die eben nicht nur, Andrew, darin besteht, zu begrenzen, sondern die andere Seite der Medaille muss sein, Kontingente, humanitäre Kontingente für Flüchtlinge und eine faire Verteilung und eine gemeinsame Finanzierung von Integrationsmaßnahmen. Und dafür brauchen wir auch eine Allianz, die vorangeht. Ähnlich wie in der Verteidigungspolitik. Ja, wir haben ja Ansätze zwischen Polen, Frankreich, Deutschland, die könnte man nochmal ausbauen und erweitern, nicht nur in Richtung gemeinsame Beschaffung, sondern tatsächlich schrittweise Aufbau von gemeinsamen Armeeeinheiten. Mhm. So, das wären reale Schritte zu mehr Europa, die meines Erachtens auch auf große Zustimmung in unserer Öffentlichkeit geraten würden. Viel härter ist das Kapitel, was Andrew aufgemacht hat mit der Europäischen Währungsunion. Weil es da tatsächlich viel stärker auf institutionelle Lösungen, auf gemeinsame institutionelle Lösungen in Richtung von Finanzunion ankommt und für eine viel größere Bereitschaft zu Umverteilungspolitik im europäischen Maßstab, wenn wir die Diskrepanzen in der ökonomischen Leistungsfähigkeit reduzieren wollen. Und wenn die größer werden, dann fliegt uns das irgendwann ganz um die Ohren. Weil es wieder um die Lieferung geht und eigentlich den Konnex zwischen Hardware und Software. Andrew hat natürlich jetzt noch, möchte gern darauf antworten. Das heißt aber, dass ich Ihnen jetzt eigentlich die Möglichkeit zum Fragen fast wegnehme, weil ich Ihnen die Kaffeepause nachher gönne. Andy. Ganz kurz something, very briefly something about ganz kurz zum Thema Amerika.
weil ich dem ersten Punkt, den Ralf hier ausgeführt hat, sehr zustimme. Amerika wird sich in den nächsten 4 Jahren nicht vor allen Dingen auf die Außenpolitik kaprizieren müssen. Wir wissen, dass im ersten Jahr alle US-Regierungen immer ein bisschen verrückt sind. Das galt für Reagan, das galt für Carter. Also, aber wenn wir Trump in den ersten 3 Monaten beobachten. Er hat eine China-Politik verkündet, hat das dann umgekehrt. Eine Japan-Politik hat sie dann zurückgenommen. Eine Korea-Politik hat sie dann zurückgenommen. Hat eine Israel-Politik angekündigt, sie zurückgenommen. Und hat eine NATO-Politik angekündigt und diese zurückgenommen. Und er hat eine Politik für die EU angekündigt und hat sie zurückgenommen. Und jetzt kommt Russland. Es gibt also eine Realität in der Außenpolitik, die ausgesprochen schwer zu überwinden ist. Die Gefahr, die besteht, ist, dass wir mit Ausnahme ganz weniger Momente in der Nachkriegszeit dies das erste Mal ist seit dem Zweiten Weltkrieg, dass wir eine ausschließlich republikanische Herrschaft haben. Wir haben also nicht nur einen republikanischen Präsidenten, sondern wir haben auch den Kongress und den Senat als Institutionen mit republikanischer Mehrheit zu sehen. Und das, also diese Republican Majority, schafft möglicherweise grundlegende Veränderungen. Und hier gibt es möglicherweise politische Implikationen, beispielsweise bei der Finanzierung von Universitäten, der Künste, der Städte. Das wird der Bereich sein, in dem die echten Kämpfe in den USA stattfinden werden. Das wird nicht leicht, das wird heftig. Aber was die Außenpolitik angeht, wird es so sein, dass wir einen Bereich haben, der von sekundärer Bedeutung ist. Das muss man verstehen. Unlike the Heinrich Böll Foundation ist, und nämlich hier jetzt keine Fragen nochmal aufnehmen, aber ein ganz wichtiger Gedanke, glaube ich, den kann man wirklich in Ihre verdiente Kaffeepause mitnehmen. Und der knüpft ein bisschen zusammen, was hier von allen 3 Sprechern gesagt worden ist. Selbstverständlich geht das Thema Selbstkritik und was ist eigentlich bei uns falsch gelaufen und warum sind wir Liberalen in einer eher verzagten Situation, dazu angedacht zu sagen, wie können wir das stärken, was uns was wert ist, offensiv stärken. Ich finde es einen hochinteressanten Gedanken, dass es dann natürlich nicht um die Stärkung der eigenen Software, sondern um die Stärkung der Institutionen geht. Genau zuzusehen und zu sagen, welche Institutionen müssen stärken, weil am Ende etwas stehen muss, was für die Europäische Union und eigentlich für jedes offene Staatswesen absolut entscheidend ist. Es muss liefern können. Und dass es liefert, muss auch erkennbar sein. Und das scheint mir doch, vielleicht können wir das noch als Gedanke mitnehmen, auch durchaus manchmal ein Problem der Europäischen Union, dass das, was sie liefert, ist, etwas ist, was oft von denen es geliefert wird, nicht als solches erkannt wird. Ich glaube, daran können wir auch ein bisschen arbeiten. So, vielen Dank Ihnen. Nee, sehen Sie es uns nach, dass wir das jetzt hier stoppen, aber nehmen Sie sich Ihre Fragen in die nächste Sitzung unbedingt mit. Die Moderatoren freuen sich jetzt schon drauf. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und unseren Panelisten vielen Dank fürs Diskutieren. Applaus